Es gab vierfache Straßenblockaden, einen Pfefferspray-Angriff eines wütenden Autofahrers und zuletzt die Farbaktion am Brandenburger Tor. Wir wollen wissen, wie Menschen in Berlin das beurteilen. Also ich denke nicht, dass das wirklich was helfen wird, weil ich glaube jetzt nicht, dass Scholz und Co. sich denken werden, okay, das ist jetzt Farbe am Tor, jetzt ändern wir unsere ganze Politik. Tja, also das ist wirklich verschwendetes Geld. Das ist jetzt auch nicht die erste Aktion, die da war. Also es ist ja fast jeden Tag jetzt irgendwas, wo halt wieder die von der Straße entfernt müssen, irgendwas gesäubert werden muss. Also das verschwendet eigentlich viel mehr Geld, das man für sinnvolle Sachen auch wirklich nutzen könnte. So. Ich finde es eigentlich ganz komisch, weil ja eigentlich, was hat das damit zu tun? Das ist ja ein Monument. Das hat eigentlich nichts mit Klima zu tun. Ja, da müsste es ein Schiff, mit großen Schiffen sein oder etwas anderes, aber nicht so ein schönes Monument. Ja, es hat keine Verbindung und es macht keinen Sinn. Also das Aufmalen finde ich jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Eher das Hinsetzen. Also ich stand zum Glück noch nicht in so einem Stau, aber ich glaube, ich würde da auch fast ausrasten, wenn ich morgens fast zu spät bin und dann... Ich glaube, es ist immer wichtiger, die Gesellschaft auch hinter sich zu haben. Deswegen bin ich der letzten Generation auch eher negativ eingestimmt. Aber, ja, weiß nicht. Also sie sollten vielleicht ein bisschen mehr versuchen, die Gesellschaft hinter sich zu bringen. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist relativ kritisch der letzten Generation zugestellt. Auch wenn ich natürlich deren Anliegen verstehe und ich bin selber dafür, dass wir auf jeden Fall viel mehr für den Klimawandel tun sollen. Oder halt, um ihn aufzuhalten. Also das hilft eher nicht, das schädigt, glaube ich, dem Ganzen einfach mehr, als es wirklich hilft, weil es rückt ein schlechtes Bild auf die und ich glaube, das ist dem Klima eher schädigt, sowas dann auch wegzumachen. Wenn die jetzt da irgendwas anmalen, was ändert das dann am Klima? Die kriegen halt Aufmerksamkeit, aber sonst? Also ich glaube, es kann Aufsehen erreichen, aber ob es dann wirklich was bewegt, weiß ich nicht, weil ich glaube, die werden dadurch einfach weniger ernst genommen. Das Thema Klima ist den meisten Leuten wichtig. Was wären eure Lösungsvorschläge, um etwas in der Politik zu verändern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.